Einen wundervollen guten Morgen, ihr Digital-Tomaten-Mann, und herzlich willkommen aus Leonberg. Sauber. Natürlich, wir starten in so einen sonnigen Tag. Wir gehen jetzt eine Runde laufen. Nice. Das gestrige Event hier in Stuttgart war einfach so, so geil. Oh, obwohl wir gestern so lange wach noch waren, ey, nochmal ein fettes Dankeschön an alle Stuttgarter, die gekommen sind. Es hat so Bock gemacht, insbesondere an Alex und Carina, die beiden sau, sau krassen Interviewpartner. Ich freue mich schon, das nächste in Stuttgart wird der 17.10. mit KLS werden. Wir sind jetzt gerade dabei, das alles klar zu machen und so. Location steht schon und dann sind wir nochmal hier in Stuttgart. Stimmt's? Ja! Geil. Wir müssen natürlich als erstes was einkaufen gehen. Es gibt nichts und wir haben Hunger. Deswegen packen wir jetzt kompletten Wagen voll. Ich glaube, hier haben wir Platz. Wir müssen noch die Sitze rausbauen, damit wir mehr reinkriegen, glaube ich. Ja, ja, ja. Und so eine Soße und dann haben wir alles. Warum kaufen wir so viel? Weil ich Essen mache für jeden. Ja. Wir müssen wirklich in der fancy Küche ganz viele Rezeptvideos drehen. Ja. Die ist so schön, die Küche. Das ist die schönste Küche, die ich jemals war. Das muss man ausnutzen. Frühstück. Und was für eins. Alter, ich glaube, so eine volle Smoothie Bowl hat hier nichts. Läuft sogar am Rand runter. Ein gutes Zeichen. Ich bin jetzt fett in der Küche ausgerastet. Mit riesiger Kamera. Boah, heute ist echt nicht der beste Vlog-Tag. Wir haben es schon 7:30. Ich habe fast nichts gefilmt. Aber das ist so lustig. Da draußen geht jetzt da hinten geht die Sonne unter. Hier, meine Timelapse-Kamera steht dort. Und Malte, das ist so witzig. Guck mal hier, wir sind hier voll Nerds. Da steht die Timelapse-Kamera. Und Malte hat seine Lampe am Start. Und seine kleine Kamera. Und macht Fotos von Pokémons. Guck mal hier, dieser Sam wird gedreht. Sieht so lustig aus. Lulu, was genau? Lulu, was genau? Ich arbeite. Was ist das in den Haaren? Ist das etwa ein Eierlöffel? Nee. Sick. Das Video ist am Hochladen. Das war irgendwie heute so ein... Ich weiß nicht, wo die Zeit hingeht. Aber gut, ich habe auch sehr, sehr viel geschafft. Jetzt wollte ich gerade mein Essen abholen. Aber ich habe jetzt erst fotografiert. Boah, aber wie schön das aussieht mit dem Grün im Hintergrund. Alter. Die komplette Kirche ist ein Schlachtfeld. Lulu hat zwei Rezeptvideos heute gedreht. Ja. So schön sah eure Küche noch nie aus, oder? Du redest von diesem bitteren Desaster, was in unserem Haus bald macht. Also meine Eltern wären schon komplett ausgerastet, schön hätten uns aus dem Haus. Oh. Aus dem Urwald, oder? Das ist sauschön, das sieht aus wie Bali. Ja, voll, ne? 1 Uhr haben wir es jetzt mittlerweile schon. Ich bin gerade noch voll in den Planungen fürs Tomatenschuhe 500 Event am Wochenende. Geht ja schon übermorgen los und ich merke gerade, dadurch, dass jetzt, wenn das fette Stuttgart-Event, jetzt haben wir 2 Tage ein bisschen durchschlafen. Ich glaube, ich werde morgen richtig krank. Den ganzen Tag läuft mir schon fett die Nase, Hals tut weh. Ich werde mal versuchen, das irgendwie noch einigermaßen gut hinzubekommen, da ja am Wochenende das fette Event ansteht und echt eine Menge am Start ist. Aber wie ihr wahrscheinlich wisst, ich halte nicht sonderlich viel davon, sich dann da voll reinzugeben und zu leiden und so weiter, sondern den Fokus zu shiften und einfach weiterzumachen. Und dann wird es auch wieder besser und dann sieht es auch wieder anders aus. Deswegen, bevor es ins Bett geht, habe ich heute noch ein Thema für euch, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Wie ihr wisst, ich bin ein riesiger Fan davon, zu lernen, zu lesen, sich Bücher reinzuziehen, sich Know-how zu holen von anderen super intelligenten Menschen, die ganz viele Probleme vor uns gelöst haben, sodass wir nicht das Rad neu erfinden müssen, sondern von dem Wissen profitieren können. Und zwar heute einige Tipps, wie ihr mehr aus Büchern rausholen könnt. Punkt Nummer 1, nicht nur lesen, sondern studieren. Ein Fehler, der oft gemacht wird, bei dem ich auch immer wieder ertappe, ist, ich ziehe mir ein Buch rein, lese es durch, so, nehme es so ein bisschen so als schöne Lektüre, als gute Unterhaltung, habe das Ding durch und dann bin ich fertig und dann nehme ich mir direkt das nächste vor. Aber das sorgt dafür, dass wir nicht wirklich viel rausziehen werden. Was mega wichtig ist, dass wir nicht nur den ganzen Input uns reinziehen, sondern wirklich, dass wir damit etwas machen, dass wir darüber nachdenken, dass wir es auch umsetzen. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr euch ein physisches Buch holt, streicht Dinge an, schreibt euch was raus, quasi wie in der Schule, macht eure Hausaufgaben mit dem Ganzen, lest es nicht einfach nur durch, sondern arbeitet letztendlich damit und was mir persönlich enorm hilft,
dadurch, dass ich mir zum Ziel setze, immer wenn ich mir ein Buch über Audible als Hörbuch reinziehe, dass ich eine Review davon mache. Dementsprechend muss ich direkt, während ich es höre, mir Gedanken darüber machen, mir die wichtigsten Punkte rausschreiben, die ins Evernote reinpacken und dann am Ende alles nochmal durchdenken, nochmal priorisieren, die wichtigsten Dinge rausziehen und das letztendlich euch aufbereiten. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich viel mehr von dem Buch behalte, als wenn ich es einfach nur runterlesen würde. Zweiter Punkt, es geht ja immer so ein bisschen dieser Mythos herum, dass erfolgreiche Menschen jede Woche ein Buch lesen, jeden Tag ein Buch wegen mir. Aber dieses, sich auf krasse Quantität die Dinge reinzuziehen, ist aus meiner Sicht keine gute Strategie. Ich setze da lieber auf die Qualität, ziehe mir lieber weniger Bücher rein und arbeite dann mit denen, die ich wirklich für die ich mich entscheide, mehrfach, kontinuierlich, immer wieder. Bestes Beispiel, als ich angefangen habe, mich für das Thema Online-Business zu interessieren, Tim Ferriss 4-Stunden-Woche war quasi meine Bibel. Ich habe mir ein Hörbuch davon gekauft, habe mir das immer in Endlosschleife gegeben, um erstens diese ganzen vielen kleinen Nuancen aufsaugen zu können, die mir beim ersten Mal, beim zweiten Mal vielleicht nicht direkt eingefahren sind und vor allem auch deswegen, weil ich eben gemerkt habe, je mehr ich mich mit diesem krassen Gedankengut auseinandersetze und je mehr ich das bei mir präsent habe und immer in der S-Bahn, beim Joggen, beim Essen machen und so weiter mir reinziehe, desto mehr übernehme ich das und desto mehr färbt davon auf mich ab. Also sucht euch wirklich die Diamanten, die echt krassen, wo ihr sagt so, boah, das Ding ist echt richtig geil und zieht es euch mehrfach rein. Gerne zweimal hintereinander, gerne legt es auf die Seiten, halbes Jahr später nochmal. Oft sind wir an dem Punkt, an dem wir es lesen, noch gar nicht von den Gedanken her so weit, dass wir es aufnehmen können. Und dann, wenn wir es uns ein paar Monate später oder ein Jahr später nochmal reinziehen, dann machen Dinge Klick, die wir beim ersten Mal vielleicht völlig übersehen haben. Nächster Punkt, den ich euch enorm empfehlen kann, ist, ein Buch nicht als Buch wahrzunehmen, sondern eher sich in das Gefühl reinzuversetzen, als ob man jetzt gerade ein persönliches Gespräch mit dem Autor führen kann. Meiner Meinung nach sind Bücher viel zu billig. Was da drin steckt, teilweise wenn wir uns ein Buch holen für 14 Euro, für 20 Euro oder sowas, was da für ein Wissen drin steckt, dass das Potenzial hat, unser Leben komplett zu verändern. Aber dadurch, dass wir Menschen Dinge höher bewerten, je mehr Geld, je mehr Ressourcen wir dafür selbst geopfert haben, kann es uns leicht passieren, dass wir ein Buch, für das wir 14,99 ausgegeben haben, was eigentlich saukrass ist und was echt sau viel verändern kann, nicht hoch genug einschätzen. Deswegen, mein Tipp, tut so, wenn ihr ein Buch lest, als ob ihr 1.000 Euro dafür ausgegeben habt, als wäre es jetzt ein Private Coaching mit dem Autor. Und wenn ihr mit diesem Mindset herangeht, dann setzt ihr viel mehr von den Dingen um. Weil letztendlich, wenn wir es nicht umsetzen, nützt all das Wissen, was wir uns reinziehen, überhaupt gar nichts. Und eine Sache, die mir enorm dabei geholfen hat, wirklich Zeit für die Bücher freizuschaufeln, die wirklich ein echter Gamechanger sind, ist, dass ich begonnen habe, nicht mehr jedes Buch zu beenden. Und es fällt mir sehr, sehr schwer. Ich will immer einen Haken an alle Dinge setzen. Wenn ich etwas angefangen habe, dann denke ich so, auch wenn es gerade noch nicht so doll ist, wird ja vielleicht noch besser. Hast ja gerade 10 Euro bei Audible ausgegeben, um das Ding zu holen. Willst auch nicht deine Zeit, dein Geld verschwendet haben. Aber das Ding ist, wenn wir eine Hälfte in einem Buch drin sind, ein Drittel drin sind, drei Viertel drin sind und merken, das gibt uns nicht das, was wir erwartet haben, legt es zur Seite. Opportunitätskosten. In der Zeit, in der wir ein Buch beenden, was eigentlich gar nicht so fett ist, was uns eigentlich gar nicht so viel weiterbringt, und derzeit könnten wir auch ein anderes anfangen, was uns enorm weiterbringt. Deswegen habt den Mut, wenn ihr merkt, okay, hey, die Lerndichte nimmt ab, ihr zieht da nicht viel Neues raus, legt es auf die Seite, überhaupt gar kein Problem. Ihr müsst nicht Dinge beenden, die euch nichts taugen. In diesem Sinne, zieht euch Bücher rein, aber macht es richtig, setzt auf Qualität anstatt auf Quantität, arbeitet damit, studiert es, beendet nicht alles, schätzt es wert. Für mich haben diese Dinge enorm dazu beigetragen, dass ich mehr aus all diesen Büchern oder aus all diesen Hörbüchern rausziehen kann, die ich mir reinziehe. Und jetzt gehe ich auch schlafen. Boah. Ich hoffe, bis morgen ist alles wieder besser. Schreibt mir mal einen Kommentar rein, welches Buch liest ihr aktuell. Ich bin sehr, sehr gespannt.